Heute geht's ganz schwerelos in die neue Woche hinein. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist Marco, hier ist euer Lieblingspodcast am ersten Abend der neuen Woche. Ja, der Weihnachts-Countdown, der geht natürlich weiter. Es dauert nicht mehr so lang. Dann gibt es endlich das große Weihnachtsfest. Dann kommt das Christkind, der Weihnachtsmann oder wer auch immer bei euch die Geschenke bringt. Noch 10 Tage bis dahin. Übrigens am 24.12. gibt es auch hier bei Ab ins Bett ein Geschenk, nämlich die Alexa-Box. Und wenn ihr die haben wollt, ganz einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht mit Mama und Papa an mich senden und verratet mir einfach, warum ihr die habt. Oder haben wollt. 01525 179 6813 ist die Nummer. Ich freue mich auf eure Nachricht. Geht natürlich auch über Instagram und über Facebook, wie ihr das auch möchtet. Wisst ihr, was das Schönste ist? Wenn man sich ins Bett plumpsen lassen kann. Und das geht am besten, indem man sich erstmal streckt. Also die Hände und die Füße, die Arme und die Beine, alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Jeden Muskel anspannen, streckt die Gliedmaßen davon und lasst euch dann ins Bett hinein plumpsen. Sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute, ja heute findet ihr sie bestimmt, die bequemste Position aller Zeiten. Macht euch bereit für Episode 109 von Ab ins Bett am Montag, den 14. Dezember. Eine Titelheldinnengeschichte von Mala. Sie ist 6 Jahre alt und sie liebt alles rund um das Thema Weltraum. Sie ist neugierig und am liebsten mag sie Papageien und Hausaufgaben. Das liest man auch nicht so oft. Sehr gut. Übrigens für alle Fans von Papageien, vielleicht gibt es da noch mehr solche Papageien-Fans wie dich, Mala. Da gibt es auch eine Ausgabe von Ab ins Bett, Paul, der rechnende Papagei, am 7.12. für alle Papageien-Fans. Heute geht es vielleicht auch um Papageien, das werden wir gleich hören. Heute geht es um die Titelheldin Mala. Und die Geschichte für heute, Mala und die Schwerelosigkeit. Mala war ein ganz normales Mädchen, außer dass sie eben Hausaufgaben gerne mochte. Das war nicht ganz so verbreitet in ihrer Klasse, in ihrer Schule und bei vielen anderen Kindern, die wie Mala 6 Jahre alt waren. Aber wer weiß, was sich da noch im Schulleben von Mala alles ändern wird. Bei einer Sache ist sie sich sicher, sehr sicher sogar. Mala weiß, sie möchte einmal ins Weltall. Sie stellte sich toll vor, mit einem Raumschiff abzuheben, diese unheimliche Kraft des Raumschiffs zu spüren, wie es von der Erde abhebt und sich von der Erdanziehungskraft gar nicht bremsen lässt. Und vor allem, wenn sie draußen unterwegs ist und die Erde beobachten kann, wie die Kontinente aussehen, wie manchmal ganze Länder hinter Wolkendecken verschwinden, wie groß das Meer ist. Und vor allem, wie toll sich die Schwerelosigkeit anfühlt. Mala stellte sich vor, als fühlt sich ihr ganzer Körper ganz weich an. So, als wenn man Zuckerwatte in den Himmel wirft. Mit jedem Windstoß wird Zuckerwatte weitergetragen. Und so wäre das auch in der Schwerelosigkeit. Genau so dachte sich das Mala. Mala konnte auch schrecklich gut träumen und sie träumte davon, später einmal nicht nur die Erde aus dem Weltraum zu betrachten, sondern neue Planeten zu entdecken. Eine Forscherin, aber eben eine, die sich um die Weltraumwissenschaft kümmert, um das Entdecken neuer Planeten, neuer Arten und vielleicht sogar neuer Lebensformen. Vielleicht gibt es ja da draußen noch eine Erde, so wie wir sie haben, mit Menschen, so wie wir es sind. Oder andere ganz witzige Lebensformen, mit denen man viel Spaß haben kann. Und das alles gilt es zu entdecken. Mala liebte diese Gedanken und sie konnte gar nicht genug davon bekommen. Doch heute fühlten sich die Gedanken anders an. Selbst ihre Gedanken schienen schwerelos zu sein. Je mehr sie darüber nachdachte, über die Schwerelosigkeit,
desto mehr merkte sie, wie sie sich bewegt. Eigentlich lag sie längst im Bett und sollte schon längst schlafen. Schließlich war morgen am Dienstag wieder volles Programm, dort stand Lernen für die Schule an. Aber heute, da spürte sie, heute wird noch etwas anderes geschehen. Marla lag im Bett und sie spürte, wie ihre Gedanken schwerelos aufstiegen. Aber nicht nur die, ihr ganzer Körper schien sich zu bewegen. Und nicht nur ihr Körper, sie blickte rechts. Neben ihrem Bett stand auf dem kleinen Nachtkästchen ein roter Wecker. Und auch dieser Wecker, der schien sich ganz langsam zu bewegen. Er hob ab und zwar ganz gleichmäßig, als würde er mit einem unsichtbaren Faden nach oben gezogen werden. Und genau so fühlte sich dieser Zustand auch für Marla an. Obwohl sie unter der Bettdecke lag, hob sie ab, die Bettdecke gleich mit. Schnell zog sie die Decke runter und wollte sie aufs Bett schmeißen, doch sie flog nicht runter. Auch ihr Bettbezug, der schwebte auf einmal in der Luft. Und Marla weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Sie hatte es aber geschafft, allein durch ihre Gedankenkraft in einen Zustand der Schwerelosigkeit zu kommen. Und alles, was in ihrem Zimmer war, war ebenfalls schwerelos. Als wiegt es nichts mehr, als kann es sich frei im Raum bewegen. Und alles, was nicht wirklich ganz fest am Boden stand oder vielleicht sehr, sehr schwer war, so wie das Bett, das bewegte sich im Raum hin und her und es begann zu fliegen. Und so flogen auch die Gedanken von Marla weiter. Jetzt waren sie noch im Raum, in dem die Schwerelosigkeit herrschte, aber die Gedanken von Marla, die flogen weiter und stiegen auf bis ins Weltall. Und Marla weiß, genau wie ihr, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Ihr müsst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's ab ins Bett, träumt was Schönes. Morgen 18 Uhr abinsbett.net mit einer neuen Folge Ralle und die Elfenfalle. Träum was Schönes.